Einen wunderschönen Montag. Schön, dass Sie wieder dabei seid. Wir freuen uns riesig. Ab 14 Uhr wird ja bei uns immer gebastelt. An meiner Seite heute Frauke. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf. Und alle, die neu sind, das ist Frauke, ich bin Silvana. Wir werden heute mit euch basteln und heute geht es um das Thema Präpariersalz. Und dann denkt man sich natürlich, Präpariersalz, was macht man damit? Wofür ist das da? Wir werden jetzt unsere Blumen trocknen und damit tolle Bastelideen zaubern für die verschiedensten Anlässe. Du hast ganz viele Ideen mitgebracht. Also es geht um getrocknete Blumen und um Dekofloristik, was immer ein beliebtes Thema bei euch ist. Oder? Auf jeden Fall. Du hast ja schon eine getrocknete bei dir unter der Dekoglocke. Mhm. Dann arbeiten wir hier mit diesem Metallring auf den Holzständern. Auch sehr beliebtes Thema. Hier sind allerdings künstliche Blumen drin. Und hier haben wir auch Blumen nochmal als Gestecke verarbeitet. Und die haben wir mit unserem Airbrusher noch in die Richtung gebracht, die wir schön fanden. Und das könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack auch machen. Das stimmt. Also ganz viele Ideen haben wir mitgebracht. Frauke hat es schon gerade erwähnt, entweder mit Dekofloristik oder mit unseren Lieblingsblumen. Vielleicht mal ein ganz bestimmter Blumenstrauß, den ihr geschenkt bekommen habt, der eine ganz besondere Bedeutung für euch hat. Oder eine Rose, die man mal geschenkt bekommen hat. Auf jeden Fall. Denn die könnt ihr jetzt verewigen mit diesen Bastelideen und natürlich mit unseren Materialien. Wir haben natürlich auch besondere Aktionen mitgebracht. Wir haben es jetzt gerade gesehen, wir haben gleich eine Lichterkette reduziert. Wir haben das Podest, zum Beispiel auch unsere Pflanzenschilder, ganz beliebt. Was sich hierhinter verbirgt, das verraten wir noch nicht, denn eigentlich benutzt man das für etwas total anderes. Also es ist total witzig, wie sich das jetzt verändert hat. Wir sind sehr experimentell unterwegs gewesen. Und natürlich die Glocke, die war auch immer echt beliebt bei euch, die gibt es heute und morgen auch reduziert. Und nicht nur heute und morgen, sondern am Mittwoch haben wir ja einen Feiertag. Und deswegen kann ich jetzt schon mal die erste Überraschung verkünden. Super. Die Aktionen sind Montag, Dienstag und einschließlich Mittwoch diese Woche gültig. Ihr könnt also Mittwoch auch ganz in Ruhe noch mal reinschauen und euch die Angebote sichern oder auch weitere Materialien, die ihr gerne haben möchtet. Ihr findet natürlich alles unter www.ideenmitherz.de oder ihr erreicht uns unter der Hotline dann Montag und Dienstag bis ab 9 Uhr dann. Da könnt ihr dann auch noch mal eure Bestellungen machen. Und wir haben heute nicht nur eine Überraschung, sondern noch eine weitere riesengroße Überraschung. Wir haben ja in den Live-Shows immer wieder mal kleinere, mal größere Überraschungen. Und heute, Achtung, Achtung, eine riesengroße Überraschung, die ich jetzt endlich verkünden darf. Okay. Eigentlich hatten wir geplant, dass es bei uns ab dem 1. Mai versandkostenfrei, ab 30 Euro in Deutschland, ab 50 Euro in Österreich, eingekauft werden kann. Und wir haben gesagt, wisst ihr was? Alle, die jetzt live zuschauen, kriegen die Information als allererstes sozusagen als Premium-Kunde und als Insider-Tipp von uns. Ihr könnt schon ab heute versandkostenfrei bestellen. Toll. In Deutschland, wie gesagt, ab einer Bestellung ab 30 Euro und in Österreich dann ab 50 Euro. Heute, morgen und Mittwoch ist die Aktion gültig und dann den ganzen Mai über. Also viel Spaß damit und viel Freude. Und wir haben gesagt, wisst ihr was? Wir kombinieren jetzt die Angebote aus der Show und diese tolle Aktion extra als Geschenk für euch. Ihr könnt es gerne an Freunde, Familie und Bekannte weitergeben. Denn offiziell startet diese Aktion, also im Shop werdet ihr nicht viel dazu finden bei uns, startet die erst ab dem 1. Mai. Also ruhig weitergeben und dann viel Spaß beim Einkaufen. Toll für alle, die heute dabei sind. Oder? Ja. Und wenn ihr den Beitrag teilt auf eurer Seite, richtig, dann wartet ja noch ein Geschenk auf euch. Dann habt ihr nämlich die vielen Aktionen, die wir heute vorstellen, hinterher im Paket, wenn ihr ausgelostet werdet. Also viel Glück. Genau, also heute zweifach teilen, weil einmal weiterzugeben, dass wir versandkostenfrei sind und einmal, weil man was gewinnen kann. Genau. Wir wünschen euch viel Glück dabei und bevor wir jetzt loslegen und wir haben wirklich besondere Ideen mitgebracht, gucken wir natürlich einmal gemeinsam rein, was ihr uns zugeschickt habt. Oh, da kommen auch ganz besondere Bilder zugeschickt. Ja. Guck mal, von der Kirsti. Ja, da ist der Airbrusher eingesetzt worden und so farbenfroh, ganz toll und auch mit diesen tollen Schablonen, die mit im Angebot sind. Das sieht ja klasse aus. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und hier nochmal mit unseren Holzspießen. Das war ja super beliebt letzte Woche. Tolle Ideen. Und hier wurde auch mit Floristik gespielt. Schau mal, Frauke. Ja, auch ganz besondere Sachen. Und ja, Grußkarten sind natürlich auch immer mit am Start. Ne? Stimmt. Und da ist mal wieder gepurt worden. Ja. Auch sehr farbenfroh.
Ganz toll, das ist auch eine Technik, die wir auch schon länger nicht mehr gezeigt haben. Ne? Das stimmt. Ja. Oh, da müssen wir, glaube ich, auch mal wieder was machen. Ja. Und Grußkarten. Sogar hier finden wir Blümchen wieder. Ja. Blumen sind einfach die schönste Sprache, mit denen man liebe Grüße, Glückwünsche und alles Mögliche weitergeben kann. Auf jeden Fall. Und das sehen wir jetzt ja auch. Also sei es als Bild, als Transfermotiv 3D oder sogar mit echten oder Dekoblumen. Blumen machen immer Spaß zu verschenken, weil sie eine ganz besondere Botschaft auf jeden haben. Fall. Und das werden wir heute auch machen. Unsere Botschaften gehen natürlich an euch raus. Wir werden gleich direkt loslegen, aber jetzt nochmal der Aufruf an euch. Schickt uns gerne immer wieder Bilder an facebook@ideenmitherz.de und dann gucken wir uns natürlich gemeinsam eure Bilder hier in der Live-Show an. Ja, das ist immer schön. Dann legen wir mal los. Unser erster Artikel ist unser Präpariersalz. Und da muss ich sagen, Achtung, Achtung, da haben wir nicht mehr große Mengen. Wir haben für die Live-Show extra nochmal eine Sondermenge reinbekommen. 800 Gramm insgesamt bekommt ihr nach Hause in diesem Beutel. Alles, was ihr dazu benötigt, sind natürlich die Blumen und eine Aufbewahrungsbox. Aber das erklärt uns gleich Frauke. Wir haben zu dem Präpariersalz noch etwas Wichtiges dazugepackt. Und zwar einmal eine Anleitung, die ihr zu Hause dann auch immer für euch habt. Hier wird nochmal ganz genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Denn wir haben im Präpariersalz kleine Kügelchen. Das werdet ihr bemerken, sobald ihr die benutzt. Die färben sich nämlich ein. Und dann müssen wir darauf achten, wenn die orange sind, können wir immer wieder unsere Blumen da drin trocknen. Und sobald die grün sind, ist das zu feucht und wir müssen die dann trocknen und das Ganze machen wir dann im Backofen. Also hier steht nochmal alles Schritt für Schritt und worauf ihr achten müsst. Unser Präpariersalz heute in der Sondermenge extra für die Live-Show nochmal reingekommen für 8,97 Euro. Also die könnt ihr euch sichern mit der Artikelnummer 014071. Und wenn wir über Trockenblumen sprechen, brauchen wir natürlich auch frische Blumen. Und bevor wir die frischen Blumen verarbeiten, möchten wir natürlich erstmal mit denen schön viel Spaß haben. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Tipp. Und zwar unsere Vasen aus Kunststoff, die ihr heute und morgen auch nochmal zu einem ganz besonderen Preis bekommt für 2,50 Euro. Ihr bekommt insgesamt 6 Vasen, einmal dreimal diese schönen lilafarbenen und dann nochmal 3 Stück von den transparenten. Und wenn wir einmal hier rüber schauen, sehen wir, wie toll diese Pflanzenvasen aussehen können. Frauke, vielleicht können wir die zweite Vase auch einmal dazu schieben. Ja. Liebe Frauke hat die nämlich schon mal bebastelt und das Tolle ist, also das finde ich ja klasse, zu Hause einfach flach aufbewahren, platzsparend und sobald ihr die mit Wasser füllt, haben die dann ein tolles Volumen, wo wir dann auch große Blumensträuße rein tun können. Einmal in 2 Designs, die ihr zu Hause sogar weiter verzieren könnt, wie ihr das gerne haben möchtet. Also nochmal unser Tipp an euch, unsere Vasen, die wir jetzt hier sehen können, 6 Stück für 2,50 Euro mit der Artikelnummer 006138. Und jetzt, da wir gesehen haben, wie wir unsere frischen Blumen aufbewahren können und dekorieren können. So, jetzt muss ich mal genau. Ich nehme einfach ein Stück zurück. Damit man uns wieder sieht. Genau. Hallo. Jetzt sind wir wieder. Ja, jetzt ist es natürlich wichtig. Wir erklären euch jetzt, wie Schritt für Schritt ihr mit dem Präpariersalz arbeitet, damit ihr diese tollen getrockneten Blumen bekommt. Unser erster Schritt steht hier schon bereit. Genau, es ist jetzt einfach eine Vorratsdose, wie ihr sie auch zu Hause habt. Und ganz toll dann auch, wenn ihr den Deckel habt, um das Ganze zu verschließen. Okay, na, weiter das geht's. Das ist einmal wichtig. Dann gib mir ruhig einmal... Wir würden also einfach oben mit der Schere eine kleine Ecke abschneiden und einen kleinen Grund auf den Boden bringen. Vielleicht können wir da auch einfach von oben einmal schalten. Dann kommen wir ein Stückchen nach oben. Ihr seht hier auch diese orangenen Kügelchen. Die sind dann auch nochmal wichtig für uns später. Jetzt möchte ich eine schöne Rose haben und das heißt, ich werde jetzt hier vorne aus unserem schönen Strauß werde ich ein Stückchen einfach eine Rose abschneiden. Da habe ich sie. Guck mal, ist die nicht toll? Und es ist jetzt wichtig, dass ihr von der Höhe, die ihr abschneidet, das dem Gefäß anpasst. Ihr müsst die Rose, vielleicht schalten wir da einmal von vorne.
Gut, dass du das sagst, Frauke. Ich wäre schon fast hier durchgelaufen. Dann seht ihr, dass die Rose jetzt zu hoch ist. Mhm. Das heißt, ich muss die, um ein optimales Ergebnis zu erzeugen, muss die Rose aufrecht stehend in das Gefäß eingefüllt werden können. Das ist jetzt der Fall. Wenn ich hinterher die Rose aber auf einen Stiel haben möchte, das heißt, ich möchte sie viel länger, wie wir das in der Vase gezeigt haben, präsentieren, dann mache ich, bevor ich die Rose ins Salz gebe, hier unten mit dem Zahnstocher oder mit dem Holzspieß, arbeite ich hier unten ein kleines Loch ein. So, und jetzt kann es weitergehen. So, wir haben ja jetzt das Salz, also das Präpariersalz in dieser Tüte. Also brauchen wir eine Box, die man meistens zu Hause hat, die man gut verschließen kann, eine Aufbewahrungsbox. Die gibt es ja in unterschiedlichen Formen. Gibt es da so eine bestimmte Form, die du empfehlen würdest? Ja, diese, wenn ich jetzt eine Blüte habe, die ich einbetten möchte, dann ist diese Größe hier ganz gut. Okay. Und natürlich könnt ihr so viele Fragen stellen, wie ihr möchtet. Ja. Und wir werden euch da natürlich weiterhelfen, damit ihr so leicht wie möglich das zu Hause nachmachen könnt. Zum Beispiel wurde hier gefragt, kann man das Salz mehrmals verwenden? Ja, kann man. Richtig? Das zeigt uns die Farbe der Kügelchen. Vielleicht lasst uns jetzt einmal von oben nochmal zuschalten. Mhm. Ach, das ist aber auch ein schönes Bild. Die Kügelchen sind jetzt orange. Das heißt, sie sind frisch, sie sind aufnahmefähig. Und Silvana hat hier schon einmal das Ergebnis reingebracht. Wenn, wenn das Salz gesättigt ist, dann sind die Kügelchen werden zu einem ganz dunklen Grün. Das ist für uns ein Zeichen. Wir müssen das Ganze einmal in den Ofen stellen bei 120 Grad, 2 bis 3 Stunden. Und dann haben wir hinterher wieder diesen Farbton. Und das ist von außen ja ganz einfach zu sehen. So, ganz wichtig ist, dass ihr jetzt vorsichtig von außen die Rose einbettet. Du arbeitest wirklich Schritt für Schritt ganz langsam. Und wichtig ist natürlich auch die Position der Rose, wie du es jetzt gerade so aufgestellt hast. Genau. Das heißt, das Salz stützt die Rose. Das heißt, die Rose wird nicht zerdrückt. Die Feuchtigkeit wird komplett aufgefangen. Und ich sehe gerade, dass ich noch ein bisschen mehr Salz. Ich habe dir schon was vorbereitet. Ich habe heute Morgen auch mit Daniela gesprochen. Die hat mir erzählt, sie hat das vor Ewigkeiten mal gemacht. Und natürlich kennt man eigentlich nur die Technik mit Haarspray ansprühen, verkehrt herum aufhängen. Aber dann verwelken die. Also die Farbe der Blumen verschwindet, wenn man das so trocknet. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wirklich die Farbbrillanz, natürlich blasst das ein bisschen aus, aber die Farbe der getrockneten Blumen ist, das ist gar kein Vergleich. Ja. Hier hast du wirklich, wir werden gleich auch mal eine Rose wieder auspacken. Hier werdet ihr sehen, in was für einem super Zustand die Rose ist. Und so, jetzt ist die Rose wirklich komplett einmal ummantelt und auch in den inneren Räumen befindet sich jetzt überall das Salz. Das ist so fein, dass es wirklich in alle Ritzen reingeht. Wir machen den Deckel drauf. Also das ist der erste Schritt. Es wurde auch gefragt, ob man frische Blumen verwenden kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Je schöner die Blume ist, die ihr reinpackt, desto schöner ist das Ergebnis, was ihr wieder rausholt. Jetzt ist die Woche vergangen. Wenn ihr also schon leicht verwelkte Blumen reinpackt, dann kann natürlich das Ergebnis auch nicht besser werden. Ich zeige euch hier mal einmal ein Beispiel. Da ist die Rose nicht aufrecht reingestellt worden, sondern die Rose ist ins Gefäß gelegt worden und das Salz ist von oben drauf gekommen. Das heißt, das Gewicht des Salzes hat die arme Knospe hier total zerdrückt. Und das wollen wir ja nicht haben. Von daher ist es wirklich ideal, ihr stellt die Blume aufrecht rein und gebt das Salz außen rum. So, ich habe mir hier ein Datum draufgeschrieben, wo ich es reingepackt habe. Sicherheitshalber ruhig immer eine Woche drin lassen. Ich habe hier zwei Rosen und das ist natürlich total spannend, jetzt die Rose da rauszuholen. Also Schritt 1, eine frische Blume. Wir bevorzugen Rosen. Ja,
trocknen lassen, indem ihr das in ein Gefäß gibt, ja, etwas zum Verschließen, dann langsam das Trockensalz einfüllen, ja, minimum eine Woche trocknen lassen. Also ja, wir sagen immer so 3 bis 4 Tage. Also lieber länger als kürzer, weil ja, ihr macht damit auf keinen Fall einen Fehler, es etwas länger drin zu lassen. So, Frauke-Tipp, eine Woche, ja. Und jetzt sind wir quasi nach einer Woche, ja, können wir uns das Ergebnis ansehen. Ah, ich sehe genau schon was. So, da ist die erste Rose, die schon ein bisschen freigelegt ist. Ich fasse sie natürlich, fasse ich sie vorsichtig an, aber das Ergebnis, könnt ihr das sehen, wie schön entfaltet die Rose. Und jetzt einmal frisch und getrocknet. Und das wäre jetzt so ein bisschen das Negativbeispiel. Ist nicht ganz so liebevoll in das Salz eingebettet worden. Und hier dann nochmal frisch und dann getrocknet. Ja. Und da sehen wir nochmal diese tolle Farbbrillanz, die wir ohne das Trockensalz, sobald wir die trocknen möchten, nicht haben. Auf jeden Fall. Wir haben noch eine zweite. Jetzt haben wir noch eine zweite. Ich habe so viel eingelegt, dass ich selber gar nicht mehr genau weiß, was jetzt in welchem Gefäß drin war, aber... Frauke, wir sprechen ja gleich auch nochmal darüber, dass wir nicht nur Blumen, sondern auch Blätter, ja, Eukalyptusblätter hast du zum Beispiel mitgebracht, auch trocknen können. Also nicht nur diese Rosen, sondern viel, viel mehr kann eigentlich mit diesem Trockensalz getrocknet werden. Ja, also Rosen ist die 100%ige Empfehlung. Mit denen könnt ihr auch wirklich ganz sicher immer zum Ergebnis kommen. Je empfindlicher die Blume ist oder desto reifer oder verwelkter sie ist, desto eher besteht die Gefahr, dass dann vielleicht doch auch hinterher Blütenblätter abfallen. Und ich fand den Tipp nochmal mit diesem Zahnstocher super, dass du, sobald die frisch war, dass man den da nochmal einpieksen kann und verwenden kann. Wofür brauchen wir das? Also erklärst du uns das gleich nochmal oder wollen wir dem schon ein bisschen... Können wir ruhig machen. Ja. Wir können jetzt hier dieses Loch auch wieder sehen. Und genau da kann ich natürlich einen Holzspitz wieder reinstecken. Das heißt, ich kann die Blüte wieder verlängern und dann kann ich sie hier auch in das Gefäß packen. Moment, das einmal zur Seite. Ich habe dann den Holzspieß einfach ein bisschen umwickelt und von daher fällt es gar nicht mehr auf, dass eben halt oben der echte Stiel ist, dann ein Holzstäbchen. Es geht schön ineinander über, weil es ist eben halt sehr anspruchsvoll, die Rose im ganzen Stück mit langem Stiel zu trocknen. Also nicht nur kleine Blüten, Köpfe, mit denen man arbeiten kann, sondern sowas ganz Großes könnt ihr auch damit zaubern. Einfach mit diesem tollen Trick mit dem Zahnstocher. Ja, genau. Und dann unterstütze ich das einfach ein bisschen mit Heißkleber, spieße das wieder auf und habe dann die Möglichkeit, da weiterzuarbeiten. Werde ich im Folgenden dann auch machen, im folgenden Bastelbeispiel. Ja. Jetzt, wo wir wissen, wie wir unsere Blumen trocknen können, werden wir natürlich damit basteln. Und wir haben uns als erstes unsere Deko-Glocke geschnappt, weil wir gesagt haben, wir nehmen erstmal nur eine Blume und stellen die schön unsere in Szene. Unsere Lieblingsrose zum Beispiel ist wirklich ganz ideal dafür. Und da kann man wirklich verschieden, also Rosen gibt es ja in unterschiedlichen Farben und da kann man jetzt natürlich auch spielen. Ja. Also gucken wir uns mal das Angebot an mit den Deko-Glocken, die heute und morgen auch reduziert sind und natürlich auch Mittwoch. Ich vergesse das ja schon selber, weil man es einfach gewohnt ist, Montag, Dienstag und einschließlich Mittwoch. Und da haben wir sie, unsere Deko-Glocke, die reduziert ist. 50% Rabatt gibt es hier. Die hat eine Gesamthöhe von 18,5 cm. Natürlich könnt ihr die öffnen. Die hat einen Boden, womit wir arbeiten können und alle Deko-Elemente, die wir gerne haben möchten, befüllen können. Wir zeigen gleich mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze aussieht. Nochmal ein toller Tipp, den Frauke und Wendy hier vorbereitet haben. Man kann die Deko-Glocke, die eigentlich so aussieht, mit Farbe anmalen und umdrehen und dann habt ihr sogar eine Vase oder ein Gefäß, was ihr umgestalten könnt. Also die Deko-Glocke heute, morgen und Mittwoch für 3,43 € mit der Artikelnummer 01054545 und wir gucken direkt weiter, denn wir haben heute ein besonderes Hilfsmaterial, was sehr wichtig ist, wenn wir mit Floristik, sei es Dekofloristik oder unsere getrockneten Blumen arbeiten möchten. Und das sind unsere Trockensteckschwämme.
So sieht das ganze Haus. Insgesamt kommen 4 Stück zu euch nach Hause für 2,73 Euro. Also hier gibt es für alle 4 50% Rabatt mit der Artikelnummer 013472. Die haben einen Durchmesser von 7,5 cm und eine Höhe von 4 cm. Übrigens könnt ihr die auch leicht und sicher zuschneiden, wie ihr das möchtet. Und schaut mal. Das passt super in unsere Glocke rein und das werden wir gleich auch kombinieren, weil wir dann schon direkt etwas haben, wo wir unsere Blumen, die teilweise auch empfindlicher sind, einstecken können. Das ist das zweite Angebot zu der Deko-Glocke. Und dann haben wir nochmal hier oben etwas Besonderes und da werden viele sagen, die habe ich mir letzte Woche gesichert. Die Blütenbüsche, also unsere Rosen, die es letzte Woche reduziert gab, haben wir gesagt, Frau und ich haben gesagt, heute, also diese Woche extra nochmal für euch reduziert, alle, die sie sich noch nicht gesichert haben, weil wir heute was komplett anderes damit machen werden. Denn wir werden ja teilweise mit den getrockneten, aber auch mit unserer Dekofloristik arbeiten. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was? Wer die sich noch nicht gesichert, kann das jetzt machen. Falls euch die Ideen diese Woche besonders gefallen, es gibt wieder 50% Rabatt. Entweder diese cremeweißen oder die rosafarbenen. Ihr habt immer 9 Rosen an einem Blütenbusch, mit dem ihr dann basteln könnt. Ich fand diese Idee nochmal richtig klasse, denn da haben wir die komplett beglimmert. Also es ist eine unserer Rosenköpfe, die wir komplett mit Glimmer bestückt haben. Schaut mal, wie edel das aussehen kann. Also da nochmal der Tipp und natürlich auch viel, viel mehr, was wir machen können. Und jetzt kommen erstmal 3 unserer beliebtesten Designs, die wir für euch vorbereitet haben. Also hier, Frauke, einmal mit der getrockneten Rose. Genau, das ist die Rose, die wir aus unserem Präpariersalz entnommen haben. Ein bisschen kombiniert mit anderer Trockenware, mit dem schönen Moos. Ja. Unten steckt das ummantelte, der Trockensteckschwamm. Mhm. Den kann man jetzt gar nicht mehr sehen. Es sieht total dekorativ aus. Und die Rose ist geschützt. Das ist ja so wichtig. Ne? Das ist ja wie so ein kleines Juwel. Daneben in Weiß haben wir eine von unseren Dekobüschen. Eine Rose. Die haben wir ganz leicht im Zentrum mit dem Airbrusher grün gesprayt. Da ist ein bisschen Glimmer drauf und darunter haben wir Perlenzweige und ein bisschen getrocknete Floristik. So, und auch Nummer 3. Traum. Und das ist ja hier, also wirklich, da ist immer eine Steigerung da. Wir arbeiten hier zusätzlich noch mit Licht. Die ist total beglimmert. Komplett im Inneren ist das Moos auch beglimmert, wie der Perlenzweige. Die fügen sich da ja ganz toll ein. Und der Trockensteckschwamm ist wieder so ein bisschen ummantelt und sieht damit natürlich auch sehr dekorativ aus. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen aus der Glocke rauszunehmen, weil das hier immer so reflektiert von den ganzen Lichtern. Ja. Ich hoffe, das konnte man jetzt ein bisschen besser sehen. Das ist aber sehr gut rübergekommen. Also wirklich 3 tolle Ideen, wie wir das Ganze machen können. Und natürlich fragt ihr euch jetzt, wie funktioniert das? Wie arbeite ich mich dahin? Ja. Und da legen wir direkt los. Genau. Wir haben jetzt die Rose, die wir da unten auch unter der Haube schon hatten, haben wir hier nochmal und da zeige ich euch einmal Schritt für Schritt, wie ihr da hinkommt. Und wir können schon sehen, dass ich die Rose auch wieder so ein bisschen aufgestielt habe. Dann haben wir eben halt darunter auch wieder noch ein bisschen Platz, das Ganze zu dekorieren. Das Wichtigste ist, bevor ihr anfangt, ihr sucht euch bitte eine Rose aus, die auch auf jeden Fall unter die Haube passt. Das ist das Wichtigste. Das ist quasi der erste Schritt, um einmal zu schauen. Das wäre ja sehr, sehr traurig, wenn ihr alles fertig gebastelt habt und dann kriegt ihr die Haube gar nicht drüber. So, der Trockensteckschwamm, der ist sehr praktisch, ist allerdings wirklich nur für Trockenblumen geeignet, nicht für frische Blumen, kann kein Wasser aufnehmen und damit auch kein an die Blumen wieder abgeben. Wenn ihr euch da auch ein Streifen 26 x 4 zurechtschneidet, dann könnt ihr den Papierstreifen einmal direkt drum geben. Ihr klebt ihn fest und dann sieht das Ganze schon so aus. Von der Höhe her ist es auch noch mal gut zu gucken, wie hoch soll meine Rose sein. So, ich habe jetzt von oben sehr schön die Kontrolle. So, jetzt ist mir der hier einmal abgegangen. Das ist gar kein Thema.
Ich unterstütze das einfach noch mal mit ein bisschen Heißkleber. So. Dreh den wieder rein. Moment halten. Mhm. Durch die Niedrigtemperatur Heißklebepistole kann man ja wirklich immer leicht und sicher arbeiten. So, jetzt stecke ich das Ganze einmal ein. Und wenn ich jetzt hier die Haube draufsetze und einmal drehe, dann sehen wir, wie viel Platz habe ich, wie hoch geht die Rose. Ich glaube, das ist so ganz schön. Wenn ich es tiefer haben möchte, dann schneide ich den Zahnstocher oder das Holzstäbchen einfach ein bisschen ab. Okay, das heißt, damit kann ich weiterarbeiten, damit das hier oben auch ein bisschen nett aussieht. Dann machen wir einfach ein bisschen von unserem schönen Dekomoos drauf. Übrigens als Tipp, ihr könnt die Glocken auch mit unseren Transfermotiven weiter verzieren und mit Dekofiguren, wenn ihr mal was anderes machen möchtet, natürlich auch kombinieren. Die passen auch super hier rein. Einmal die Eule und auch der Igel. Der Igel passt auch super, ja. Dann haben wir noch so eine Laserelfe. Die passt da auch sehr schön rein. Ah, die sehen wir. Gucken wir uns gleich an. Auch noch mal zeigen, ne? So, jetzt haben wir hier schon so ein kleines grünes Bett. Und das sieht ja auch gleich viel, viel netter schon aus. Ich habe hier auch noch ein Blumenelement. Das habe ich auch im Präpariersalz gehabt. Mhm. Das heißt, ich muss es natürlich jetzt vorsichtig in die Hand nehmen. Das stecke ich eingesteckt. Einmal unten ein. Und hier hätte man wieder die Möglichkeit, entweder die Dekofloristik zu verwenden. Wir haben ja auch ganz, ganz viel Dekofloristik in verschiedenen Blütenarten, ja. Blütenköpfe. Da könnt ihr auch wahlweise aussuchen. Oder die getrockneten oder genau. Die Blütenbüsche, also die Rosen, die wir heute im Angebot noch haben. Genau. So, jetzt können wir das hier schon mal einmal. Ich habe es ja ganz schön eingesteckt. Mhm. Kann man sehen, dass sich das jetzt schon so ganz schön entwickelt hat. Ich mache mal sicherheitshalber nochmal die Haube drauf, ob das von der Höhe passt. Passt super. Warte, ich stelle das auch einmal zur Seite. Ja, und jetzt ist es eurem Geschmack überlassen, was tue ich da noch rein? Mhm. Habe ich vielleicht noch ein bisschen was von Dekobüschen, was ich unten noch mit reintun kann? Mhm. Habe ich hier meine Perlenzweige? Die kann ich so wunderschön biegen. Mhm. Das heißt, die sind auf gar keinen Fall im Weg. Deswegen eine tolle Kombination. Ich die jetzt mit reinpacken. Oh, und du zeigst jetzt nochmal, ja, das ist schon Hammer, ne? Was aus dieser Rose alles so entstehen kann. Denkt auch dran, die Deko-Blumen könnt ihr auch mit dem Airbrusher, alle, die sich den gesichert haben, einfärben mit Farbe. Natürlich das Ganze auch nochmal verändern. Da habt ihr ganz viele Variationen, die ihr nutzen könnt. So. Du hast ja auch Federn verwendet, das fand ich total schön. Oh ja, wir haben diese schönen Premium Federn und da ist als Zweitpackung neben der Grundfarbe sind auch diese gefleckten, sag ich jetzt mal, diese gemusterten und die sehen so natürlich aus und die passen sich quasi für jede, da hätte ich jetzt auf dem Punkt arbeiten können, aber wir haben ja die Heißklebe, nehmen wir ruhig einfach. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, warum arbeitet Frauke auf der Seite? Hier ist die schöne Seite, die wird natürlich noch umgedreht. Aber die drehe ich euch natürlich auch noch um. So, und so könnte das jetzt schon bleiben. Ziehe ich das mal nach vorne, dass wir uns das noch mal näher angucken können. Ja. Und gleich natürlich noch mal ein, zwei weitere Möglichkeiten, was man noch alles machen kann. Wie gesagt, wir haben auch Dekofiguren, die könnt ihr auch nutzen. Tolle Welten zaubern in dieser Glocke. Es ist einfach faszinierend, wie schön man Sachen mit dieser Haube in Szene setzen kann. Ja, auf jeden Fall. Und diese goldbeglimmerte, da ist ja so viel Licht schon und da blinkt es. Da ist es natürlich toll, auch mit dieser Lichterkette noch ein bisschen zu ergänzen. Ist das etwa eine Lichterkette, die wir heute reduziert haben? Ja, die mit den vielen Lichtern, ne? Ganz eng. Also freut euch auch auf die tolle Lichterkette, die es auch noch mal reduziert. Und hier jetzt noch mal ohne Haube, mit Haube, genau. Schritt für Schritt sich hingearbeitet. Genau. Und ihr könnt in unterschiedlichen Höhen arbeiten, entweder ganz tief am Boden oder ihr arbeitet euch einfach ein bisschen nach oben. Und da haben wir jetzt natürlich auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit. Da ist auch eine Holzlaserfigur eingearbeitet. Genau. Die Glocke ist hinten quasi blickdicht gemacht worden. Als Tipp, weil das noch mal beruhigt. Ja, auf jeden Fall. Ein ganz besonderer Tipp, den wir hier auf jeden Fall weitergeben möchten. Wenn ihr Welten oder filigranere Sachen habt, dann gerne zum Beispiel hier ein Drittel der Glocke anmalen.
In einer Farbe, die zu euch gerade passt. Genau. Und dann beruhigt das das Ganze. Genau. Habt ihr euch letztes Mal hier diese Buchsbaum-Girlande gesichert? Ja. Dann könnt ihr hier natürlich super mit einarbeiten. Ja. Und hier unten in der Basis sind auch, die hatten wir auch im Angebot, vorletzte Sendung, sind die Holzringe. Oh. Das ist auch nochmal toll. Da kann man das Batteriefach so super verstecken. Ja, und dann nochmal das Schattenspiel. Könnte man auch noch machen. Ja, es ist unglaublich, was da alles möglich ist. Ne? Und die Vase, die hattest du auch, glaube ich, am Anfang gezeigt, ne? Was man da noch machen kann. Einfach Das Ding umdrehen. Ich habe sie jetzt gar nicht mehr hier. Blumen, ich weiß auch nicht. Irgendwo versteckt, aber ihr könnt sie auf jeden Fall auch umdrehen. Einfach einen Holzring, eine alte Dose könnte man auch verwenden. Und dann hat man schon direkt eine Vase. Also Variation über Variation. Hier haben wir auch mit dem Tauchlack gespielt, mit dem Glitzertauchlack. Ja. Das sieht klasse aus. Ich finde auch, das ist so raffiniert. Und das ist nochmal wirklich eine ganz, ganz andere Welt als die Sachen, die wir vorher gezeigt haben. So, dann kann ich schon mal sagen, alle die fragen, kann man die Glocke mit Glasmalfarbe anmalen? Natürlich könnt ihr das auch machen. Oder auch mit dem Tauchlack ist beides möglich. Ihr könnt die mit Farben anmalen und vieles, vieles mehr. Jetzt kommen wir weiter zu einer Aktion. Oh ja. Da haben wir uns ja besonders gefreut. Wir haben nämlich jetzt Lampenschirme verbastelt, aber werden gar keine Lampe damit dekorieren. Ja, wir waren auf der Suche nach einem Gefäß, wo wir vielleicht die Blumen auch nochmal einbetten können, reintun können. Und da sind wir auf die Lampenschirme gekommen, die, wenn man sie umdreht, die sehen doch aus wie ein Übertopf und lassen sich auch ganz toll weiter verbasteln. Ja, schaut mal. Also das sind eigentlich unsere Lampenschirme zum Wechseln für unsere tolle Dekolampe, die es bei uns im Shop gibt. Also ihr könnt euch auch damit eine Dekolampe basteln, so verziehen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ihr habt nämlich insgesamt 3 Stück in einem Set für 2,50 Euro. 50% Rabatt gibt es da mit der Artikelnummer 009418. Und der Lampenschirm hat eine Höhe von 10 cm und einen Durchmesser von so circa 12,3 cm und läuft konisch zu. Das werden wir uns gleich zum Vorteil nutzen, denn wir werden das, wie gesagt, heute nicht als Lampenschirm benutzen, sondern als Übertopf. Nicht nur für unsere getrockneten Blumen, sondern auch, da können wir uns vielleicht auch unsere Blumen angucken, für frische Blumen. Das finde ich toll. Frauke ist heute Morgen extra losgegangen und hat uns Blümchen mitgebracht. Nicht nur Blümchen, sondern auch hier schöne Minze. Das riecht hier jetzt so schön. Ja, also man darf ja nicht mit Hunger, darf man nicht Lebensmittel einkaufen gehen. Und wenn man Blumen liebt, darf man nicht frühmorgens schon im Blumenladen gehen. Ich hätte da also mich dumm und dusselig kaufen können. Also wir sehen hier gleich, warte, ich hole noch die dritte Idee. Ja. Dann sehen wir 3 Variationen, wie wir diesen Lampenschirm nutzen können. Moment. Einmal als Dekoleuchte, einmal für frische Blumen, Kräuter und hier nochmal passend zur heutigen Show mit unseren getrockneten Blumen oder mit unserer Dekofloristik, die wir verzieren können. Unser Tipp hier, und da muss ich, glaube ich, einmal ganz nah an die Kamera rangehen, verwendet ruhig unsere Kosmosfarbe. Die Kosmosfarbe legt sich so auf, als wäre das jetzt ein Terrakotta-Topf. Und wenn ihr mit Stickern arbeitet und dann nochmal mit der Farbe drüber geht, dann habt ihr nochmal so einen ganz besonderen Reliefcharakter. Hier nochmal zum Vergleich. So sieht der Lampenschirm vorher aus und hier dann nochmal, sobald ihr ihn angemalt habt. Und da wirklich die Empfehlung, die Kosmosfarbe, weil die durch diesen Steingutcharakter nochmal den Effekt gibt, als wäre das wirklich so ein schwerer Topf. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ein ganz anderes Material. Die deckt unheimlich gut die Kosmosfarbe und wenn man die mit dem Schwämmchen oder mit einem weichen Pinsel aufträgt, dann hat man überhaupt gar keine Auftragsspuren. Ja, dann haben wir uns natürlich noch die Frage gestellt, wenn wir das jetzt nutzen. Das sehen wir auch immer, es wackelt so ein bisschen. Aber da haben wir natürlich auch einen ganz besonderen Tipp mitgebracht. Ja, wo ist er denn hier? Einmal könnt ihr, ich verrate es mal schon mal, ihr könnt entweder einen Holzring oder die Holzringrahmen nutzen, unter die Töpfe legen oder, das fände ich klasse, das hat mir eben Frauke verraten, 3 Perlen hier unten aufkleben und schon steht das Ganze sicher und fest. Okay, der Ring hat sich jetzt gerade ein bisschen versteckt, ich finde ihn nicht, aber entweder legen wir gleich nochmal nach oder ihr kennt die ja auch. Genau. Wir gucken erstmal zu, wie du jetzt dieses tolle Blumengesteck zaubern kannst. Ja. Also quasi das hier werdet ihr jetzt zu Hause auch hinbekommen. Viele fragen immer, Floristik, ich möchte das so gerne zusammenstecken. Jetzt könnt ihr mal so einen ganzen Strauß zusammenbauen. Ja, okay. Also das ist super. Und es steht auch richtig, richtig super sicher da drin. Und das
ist natürlich durch unsere Trockensteckschwämme 1A möglich. Die habe ich hier schon mal einmal eingeführt. Das heißt, ich packe einfach zwei übereinander und den dritten, damit ich hier den Rand so ein bisschen schließen kann. Da können wir vielleicht auch einmal von oben gucken. Da schneide ich einfach mit einem Küchenmesser hier so kleine Streifen. Ihr braucht also dann für den kompletten Topf drei von den Schwämmen. Und dann kann ich die hier an der Seite reinstecken. Frauke, bevor du gleich weitermachst, habe ich noch eine ganz besondere Aktion. Oh, oh. Einer unserer Lieblingsartikel und ich glaube auch einer eurer Lieblingsartikel, und zwar unser Islandmus. Oh ja. Das brauchen wir gleich. Ganz wichtig, du hast es eben schon in der Glocke verwendet. Ich werde es auch gleich wieder verwenden. Und deswegen gibt es das reduziert. Für 5,97 Euro 200 Gramm von unserem Islandmus in Waldgrün. Das ist natürlich ein Naturprodukt, was konserviert wurde und passt immer. Also wir haben es mal in Welten eingebaut, wir haben es in unserer Dekofloristik weiterverarbeitet. Man kann teilweise kleine Akzente setzen oder auch größere Bereiche komplett damit belegen. Ganz vielseitig einsetzbar. Ja. Man kann es sogar auch mal dezent umfärben, so ein bisschen umbrushen, wenn man in eine andere Farbwelt möchte. Also sichert euch ruhig das Angebot, denn wer mit Floristik arbeiten möchte, wird auf das Islandmoos nicht verzichten möchten. Nein, oder? Das möchte ich auch gar nicht. Darum habe ich es hier natürlich auch wieder liegen. Sehr gut. Und wir können gerne einmal von oben jetzt geht's weiter. Genau, jetzt geht's weiter. Also wir haben gesehen, wir haben hier einmal unseren Lampenschirm. Den habe ich natürlich auch wieder mit der Kosmosfarbe grundiert. Hier in so einem ganz schönen, natürlichen Peachton, sage ich jetzt einfach mal. Steckmasse ist drin und damit das Ganze ein bisschen netter aussieht, kommt natürlich wieder das schöne Islandmoos drauf. Ach, da, man kann das so richtig schön auseinanderzuppeln. Da passiert überhaupt nichts mit. Das kann man dann mal so ganz dick oder auch nur so in Ansätzen draufbringen. So. Und wir haben hier 200 Gramm für den Preis. Oh, das ist ganz schön viel. Also damit kommt man recht weit mit. Das riecht auch, man merkt, dass das ein Naturprodukt ist. Mhm. Das riecht angenehm nach Natur. So. Frauke arbeitet weiter. Eines der wichtigsten Hilfsmittel, die du heute hast, ist auch die Heißklebepistole. Auf jeden Fall. Also wer mit Floristik arbeitet, der braucht auf jeden Fall immer auch die Heißklebepistole. So, in der Mitte kann ich es ruhig ein bisschen freilassen. Ich habe mir hier als Farbwelt diese beiden herrlichen getrockneten Rosen einmal schon mal aufgestielt, wie ihr seht. Und wir müssen wieder einmal gucken von der Höhe. Passt uns das oder ist uns das zu hoch? Laufen wir hier im Hintergrund lang? Wenn das so ist, dann kürzen wir uns das einfach ein. Ich sage mal, das ist hier meine hohe und die andere, ich möchte ein bisschen gestaffelt arbeiten. Mhm. Hier mit unserer Allzweckschere, ne? Zap, zarab. Stückchen abschneiden, fertig. Ich gucke mal durch die Kommentare, da ich gerade einen Moment Zeit habe. Hier wurde zum Beispiel gefragt, was ist das für eine Bordüre an dem Terrakotta-Topf? Das ist eine 3D-Deluxe-Bordüre. So, das ist ja viel zu hoch, muss ich kürzen. Also ihr könnt Sticker verwenden, am besten unsere Relief-Sticker, 3D-Deluxe-Sticker-Bordüren. Erst aufkleben und dann natürlich mit der Farbe das Ganze einfärben. Genau, erst aufkleben und dann im Anschluss noch mal kolorieren. So, diese Pflanzenteile, die ich hier einfüge, sind alle im Präpariersalz gewesen. Auch dieses kleine Träumchen, wie so eine kleine Wolke. Und weil ich da jetzt mit meinen Fingern doch ein bisschen Angst habe, nehme ich die Spezialpinzette zur Hilfe. Das ist wunderbar, weil jetzt gerade bei diesen zarten Gebilden natürlich die Gefahr besteht, dass man einfach was zerdrückt, ne, mit den Händen. So. Zack. So. Hast du eigentlich eine bestimmte Farbe, die du bei Blumen ganz besonders schön findest, Frauke?
Ach, das kann ich so jetzt nicht sagen. Mhm. Das kommt immer auf das Ergebnis an, wo man hin möchte. Das ist jetzt viel zu hoch. Dann die Frage vielleicht noch mal an euch. Blumen sind ja eine besondere Sprache oder ein besonderes Mittel, etwas zu verkünden, überreichen oder wenn man Glückwünsche weitergeben möchte. Für was würdet ihr diese Blumen verwenden? Wir haben direkt an Muttertag gedacht, demnächst. Ja, klar. Hochzeiten, da hast du auch was vorbereitet. Ja. Geburtstage, Jubiläen. Habt ihr einen besonderen Anlass vielleicht, den ihr uns mitteilen möchtet, für die ihr jetzt diese tollen Blumen nutzen würdet? Also ich glaube, Blumen gehen ja immer, ne? Auch einfach mal als Dankeschön. Ja, was ich euch auch empfehlen kann, sind unsere Blumen aus Papier auf Draht. Die könnt ihr wunderbar zu den getrockneten kombinieren. Und die sind natürlich, die kann man auch ein bisschen grober anfassen. Mhm. Ne? Oh, das ist jetzt von jeder Seite schön. Müssen wir gleich mal uns einmal die vier Blumentöpfe angucken, die du vorbereitet hast. Eine schöner als die andere. Ja, es ist natürlich auch immer so eine kleine Herausforderung jetzt mit den frischen. Ja. Und legt euch am besten immer ganz viel zurecht, damit ihr dann an Ort und Stelle noch mal ein bisschen so. Klasse. Schön wäre jetzt auch noch ein kleines Schleifenbändchen mit rein. Was dann so runterhängt. Schleifenbänder können wir wieder machen. Denkt auf jeden Fall auch dran, wieder die Federn. Frauke hat schon eine in der Hand zu benutzen. Ich finde die Kombination einfach sehr schön. Ja, genau. Damit kann man einfach den Platz nochmal leicht, flockig, sicher belegen. Und es ist irgendwie keine Konkurrenz zu den Blumen. Seht ihr das? Also das könnt ihr doch leicht und sicher zu Hause nachgestalten. Einfach mehrere Elemente nehmen, sich nach und nach dahin arbeiten, mit Details spielen, wie zum Beispiel der Dekofeder, die hier nochmal rausguckt. Dekofloristik, echte Blumen, die getrocknet worden sind. Also wirklich eine tolle Kombination. Ja. Und wir sehen hier jetzt auch nochmal das. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so erkennen könnt, das sind keine getrockneten Blumen. Nein, das sind wieder die Rosen von unserem Rosenbusch. Mhm. Einfach oben die Blüte abgezupft, beglimmert. ihr habt bestimmt zu Hause Haarspray. Damit könnt ihr das wirklich leicht und sicher machen. Und hier ist so ein bisschen was Echtes mit eingearbeitet, der Eukalyptus. Ansonsten sind das hier, und das Schleierkraut ist auch immer eine ganz tolle Sache, um irgendwie Räume zu füllen. Ansonsten ist das ganz viel Künstliches. Dann hier einmal, was Frauke gerade wirklich in Minuten zusammengestellt hat. Ja. Schön einfach gemacht mit diesen zwei Rosen, ruhig auch mit Größen spielen, kleineren Elementen. Auf jeden Fall, das ist immer viel spannender, als wenn man nur gleichbleibend große Blüten hat. Und der Tipp mit dem Islandmoos, das verdeckt nochmal Bereiche, füllt sofort auf, ihr müsst gar nicht viel machen. Allein schon der Islandmoos füllt ungemein die Floristik auf. Und der ist an sich schon dekorativ, ne? Das ergänzt sich alles ganz wunderbar. Hier auch nochmal. Seht ihr diese kleinen Details? Da hat Frauke in die Bordüre Diamond-Painting-Steine eingearbeitet. Toll. Und alle Töpfe, die hier nebeneinander stehen, sind allem. Ah, da ist hier der Ring gefunden, Frauke. Ja, super. Und hier jetzt nochmal der Vergleich: Dekofloristik, getrocknete Blume. Also kann man beides ruhig verwenden. Ja, auf jeden Fall. Und der Vorteil jetzt bei den Blütenbüschen ist, ihr habt da 9 Blüten im Busch und habt natürlich eine tolle Ausbeute. Ihr könnt mit denen auch ein bisschen rabiater umgehen. Na, da ist jetzt nicht so die Gefahr da. Auf der anderen Seite habt ihr hier natürlich einen echten Schatz bei den getrockneten. Wow, schaut euch mal alles das Ergebnis ein Unikat, an. Genau. Mhm. Schön, also da ist es wirklich ein Traum hinzugucken. Aber wir haben euch noch eine weitere Idee mitgebracht. Wir haben 3 große Bastelideen mit unserer Dekofloristik, mit unseren getrockneten Blumen hier zusammengestellt. Ja. 2 haben wir gesehen, eine haben wir noch. Aber bevor wir uns das dritte angucken, haben wir noch einen tollen Tipp für euch. Und zwar haben wir Pflanzenschilder mitgebracht, die wir natürlich bei Ideen mit Herz benutzt man eine Sache nicht für das, wofür sie da ist, sondern für vieles, vieles mehr. Wir haben sie einfach mal als Schilder genutzt und hier sind sie. Unsere Pflanzenschilder, ich zeige mal hier eins ausgepackt, gibt es für 7,48 Euro, 50% Rabatt gibt es hier. Ihr bekommt 30 Schilder.
die zu euch nach Hause kommen. Und ihr habt damit wirklich viele Variationen, Sachen zu beschriften, vielleicht auch mal auf einer Karte, weil die schön flach sind, könnt ihr die nutzen. Die haben eine Höhe von 18 cm und der Bereich, wo quasi diese Tafel ist, hat eine Größe von ja so 8,5 mal 6 cm. Schön viel Platz, um da drauf etwas zu beschriften. Ihr könnt natürlich mit Schriften arbeiten, mit Stickern oder aber auch mit Stanzschablonen. Da geben wir euch gleich viele Tipps. Also einmal die Pflanzenschilder, und wenn ihr euch fragt, womit schreibe ich eigentlich auf diesen Pflanzenschildern, gibt es heute nochmal unsere Kreide-Effektstifte reduziert. 5,97 Euro mit der Artikelnummer 010957. Ihr habt hier insgesamt 8 verschiedene Farben. Ihr habt eine Strichstärke von 2 mm. Schön fröhliche, satte Farben, auf optimal. Jeden Fall. Ich war eben auch ganz begeistert nochmal. Frau hat eben das Gelb ausgetestet. Schön, ja. Oder? Also ja. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt hier auf diesem schwarzen Untergrund, diese leuchtenden Farben, sieht immer wieder klasse aus. Und ihr könnt, wenn ihr auf Glas, Metall oder Kunststoff das Ganze verwendet, das abwischen. Wenn ihr das auf dem Holz verwendet, ist das natürlich nicht mehr abwischbar, aber da geben wir euch gleich auch nochmal einen Tipp mit unseren Lacken. Ist das sogar möglich? Also hier nochmal unsere Stifte, die ihr nutzen könnt. Ich mache sie mal nochmal auf, dass wir einmal hier die Spitze sehen, mit der wir dann arbeiten. Die haben eine tolle Leuchtkraft. Und diese Stifte könnt ihr euch auch, Achtung, Achtung, auf unserem Sparschwein benutzen. Unser niedliches Sparschwein, jetzt optimal als Geschenk. Ich finde jetzt auch zur Hochzeitssaison ist das eine tolle, ist das eine tolle Idee. Ja, haben wir eben auch mal einmal mit aufgenommen und haben gesagt, ach, diesen Stiel braucht man ja gar nicht immer, den kann man auch mal abmachen. Braucht einfach abgemacht. Und dann, damit man mit den Kreidestiften arbeiten kann und man verschreibt sich vielleicht mal, das ist ja total ärgerlich, vorher mit Lack dicht machen mit unserem Acryl-Glanzlack, habe ich das gemacht. Und dann kann man auch wieder abwischen und neu schreiben. Auf dem Sparschwein könnt ihr das sogar auch abwischen, ohne das vorher grundieren zu müssen. Das Sparschwein gibt es diese Woche bis einschließlich Mittwoch für 2,97 Euro nochmal reduziert. So. Ah, ich kriege gleich auch einen Blumenstrauß. Aber Frauke, bevor wir das sagen, hier nochmal der Tipp. Den hat mir nämlich Loredana gesagt. Wir haben bei uns Mikrofasertücher, insgesamt 5 Stück, mit denen ihr das Ganze natürlich leicht und sicher abwischen könnt. 5 Stück für 3,97 Euro. Die benutzt man ja auch gerne für, zum Brillenputzen. Ja, natürlich. Ich als Brillenträger kann da... Frau kann kriegt gleich eins von mir. Ja. Und jetzt gucken wir uns noch mal so ein, zwei kleine Tipps an, ja, wie wir, wenn wir unsere, unsere Blumenschilder benutzen. Frauke hat mir nämlich alles schon hier vorbereitet. Also hier sehen wir schon mal die Minze. Das ist schön beschriftet, das ist ganz wichtig. Und auch hier, die Blümchen sind wohl anscheinend für mich. Vielleicht. Wir warten mal, ja. Vielleicht. Zumindest, wenn man lesen kann. Ne? Auch die eine Blüte hat sich also ein bisschen vorgemogelt. Schaut mal. Das ist einmal für Silvi. Und ich zeige euch das einmal. Ich schreibe jetzt hier mal einmal Silvi mit Y, und das ist ja falsch, ne? Silvana ist jetzt Silvi geworden. Nein, das ist ja total, das machen wir nicht so. Da habe ich jetzt das Mikrofasertuch, gehe einmal drüber, ja, und dann kann ich wieder neu beginnen. Das ist super. Und wichtig ist ja hier ja, dass man wirklich den Acrylglanzlack verwendet. Ja. Vielleicht können wir noch mal uns das Sparschwein einmal angucken. Das können wir uns vielleicht auch einmal von oben bei dir anschauen. Ja, da sieht man auch, was für eine Leuchtkraft diese Stifte haben. Die Sonne da oben in dem Gelb, also das ist schön. Ja, und dann für den Urlaub ist klar, da wird natürlich jeder Euro, der über ist, ne, den schmeißt man doch da gerne ein. Und wir haben das vorhin auch noch mal getestet, wenn ihr das Mikrofasertuch ein bisschen anfeuchtet, dann könnt ihr das auch gut noch mal einmal wegwischen und neu beschriften. Dann war der Urlaub vorbei und dann spart man vielleicht aufs nächste Konzert oder so, ne? Ja. Und dann schreibt man sich das drauf. Das macht man. Also wirklich eine schöne Idee. Ja. Ich hatte das letztens, hatten wir das unserem besten Freund geschickt. Ja. Einfach mal so ein Sparschwein und da ein paar Losscheine. Ja. Und einen Gutschein und so könnte man es das machen. Hier hast du es jetzt auch noch mal gekürzt. Ja, genau. Und jetzt zum Muttertag
Kann man da natürlich auch ganz toll dann halt für Mama draufschreiben. Wenn man jetzt möchte, dass das drauf bleibt, dann kann man natürlich auch einen Acrylstift nehmen. Ja. Oder man lackiert es vorher nicht, damit es auch wirklich echt ist. Ansonsten fand ich das auch in der Vorbereitung wirklich sehr, sehr praktisch, die Möglichkeit zu haben, noch mal einmal neu schreiben zu können. Ne? Tolle Idee. Wie schnell vertut man sich oder man ist mit dem Schriftbild nicht einverstanden und denkt, das sieht jetzt aber echt doof aus. Und dann kann man einfach nochmal schreiben. Frauke, ne? Ich habe hier jetzt mal mein Handy in die Hand genommen. Wir wollten uns ja heute wirklich intensiv dem Thema widmen und euch die Angst wegnehmen und natürlich auch alle Fragen, sehr wie gut gerne. Es geht, beantworten. Ja. Hier nochmal ein paar Fragen. Kann man zum Beispiel auch filigrane Blumen trocknen? Ja, das kann man. Also wenn ihr in den Töpfen geguckt habt, dann habt ihr auch gesehen, dass da eben halt nicht nur diese großen Rosen drin sind, die getrocknet sind, die natürlich auch wirklich Bombe gehen, sondern auch ganz, ganz viele gerade kleine. Du hattest also ja bei unserer helfenden Hand wirklich, das können wir uns gleich mal angucken. Die holen wir mal einmal rein. Total filigrane Blümchen. Gute Idee. Und nicht nur Blumen, sondern auch Blätter. Aber alles, was Frauke hier verwendet hat, das ist auch alles getrocknet. Ja, genau. Ich habe es ja auch immer dazu gesagt, wenn irgendwas vom Deko-Busch ist oder ob es Natur ist und alles, was jetzt hier durch die helfende Hand, fand ich übrigens ganz toll. Manchmal weiß man gar nicht, wohin damit. Gerade hier bei diesen, die sind sehr empfindlich. Die möchte man gar nicht irgendwo in eine Schachtel legen, in einen Karton legen. Und da können die natürlich dann schön so lange aufbewahrt werden, bis sie dann verbastelt werden. Die helfenden Hände helfen uns dann wieder, sowas schön aufzubewahren. Aber alles im Präpariersalz gewesen. Ja, alles getrocknet. Es sieht manchmal gar nicht jetzt so über die Kamera aus, aber es ist alles, was hier steht. Das einzig Frische an Blumen waren wirklich diese zwei großen Blumensträuße. Als ich mit der in die Küche gegangen bin, da bin ich auch gefragt worden, was? Das ist auch eine echte, das ist ja Hammer. Die ist getrocknet, das gibt's ja gar nicht. Also schau, die ist ja riesengroß. Ja. Sogar sowas könnt ihr damit machen. Sehr cool. Also ich kann mich auch gar nicht dran satt sehen. Werden wir uns unserer dritten Idee widmen. Hier wird es nämlich so ein bisschen kniffliger. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, wenn man aber weiß, wie das Ganze gemacht wird, ist es auch ganz einfach. Und da muss ich ja sagen, Frauke hatte dieses Muster gezaubert. Und Frauke, du machst ja bei uns die Kataloge, alle Hefte, die rausgeschickt werden, Newsletter, die zu euch zugeschickt werden, designst du ja immer und teilweise bastelst du auch mal Muster, weil dir das ja so Spaß macht. Ja, und da war erstmalig das Präpariersalz auch mit dem Angebot. Ja. Und da musste ja auch ein Muster her, ne, um das nochmal zu zeigen. Und da ist dieses Muster entstanden und so ist eben halt dann der Ball ins Rollen gekommen das für stimmt. diese Sendung. Manchmal ist das ganz interessant, wie Themen hier entstehen oder warum wir uns für ein Thema entscheiden. Ja. Und da kann ich nur sagen, Frauke hat das gebastelt und ich habe es gesehen und war so, wow, das ist was, was einfach, also eins der schönsten Muster, die mir, also die, ich war einfach verliebt und habe Frauke geschnappt und habe gesagt, wir müssen das einmal in einer Show zeigen und natürlich ist dann viel mehr entstanden, manchmal auch viel zu viel, aber es macht halt einfach zu viel Spaß. Ja. Aber das Muster, das Original, warum eigentlich dieses tolle Thema für uns losgegangen ist und deswegen widmen wir uns jetzt nochmal dem, dieser Bastelarbeit, wie das funktioniert. Und dafür brauchen wir drei Elemente. Wir brauchen einmal unseren Holzständer, unseren Metallring und wer das Ganze nochmal aufpeppen möchte, auch eine Lichterkette, mit der wir basteln. Also zuallererst zu unserem Holzständer. Der ist, wie wir hier sehen können, einmal oval. Wir haben hier in der Mitte einen Schlitz und kleine Löcher, die wir natürlich auch benutzen können, um Floristik einzustecken, Holzspieße, Schilder und. Das ist reduziert, aber heute bis Mittwoch einschließlich natürlich nochmal reduziert auf 3,50 Euro. 60% Rabatt gibt es hier, wenn ihr euch das sichert. Frauke hat das gleich auch ganz anders verwendet. Mein Tipp, wenn ihr das komplett umdreht, habt ihr einfach ein tolles Podest ohne die Löcher, ohne den Schlitz, wenn ihr sagt, ihr braucht das auch mal ganz ruhig gehalten, ohne viel weitere Elemente. Also mit der Artikelnummer 01353304 unseren Holzständer. Dann benötigen wir unsere Metallringe. Da haben wir verschiedene Farben und einige Farben sind jetzt schon ausverkauft. Also schaut da ruhig ein bisschen schneller rein. Ihr bekommt immer drei Metallringe nach Hause. Die passen optimal in diese Schlitze.
Wichtig ist, wenn ihr den Metallring einsetzt, einfach in schwenkenden Bewegungen das einsetzen. Das ist das einzig Wichtige, was wir hier beachten müssen. Ihr bekommt immer drei Stück. Einmal in Schwarz haben wir die noch da. So, einmal in Gold und einmal in Silber für 3,50 Euro, drei Stück. Die Artikelnummer ist die 012176 und dann könnt ihr zwischen den drei Farben, die noch da sind, wahlweise entscheiden. Die haben ungefähr eine Stärke von 3 mm und einen Durchmesser von 20 cm. Und dann kommt jetzt nochmal ein Highlight. Das könnt ihr entweder in dieser Bastelidee nutzen oder eine Lichterkette, die natürlich immer wieder wichtig ist, unsere LED-Drahtlichterkette, 50% reduziert. Und hier ist das Besondere, wir sehen es hier schon, die hat eine ganz besondere Eigenschaft, denn die LEDs sind ganz nah beieinander. Das bedeutet, wir haben nur 1,5 cm Abstand zwischen den LEDs und damit die doppelte Leuchtkraft oder eine mehrfache Leuchtkraft, die wir sonst haben. 40 LEDs insgesamt. Und hier einmal das Beispiel, ihr könnt das an den Metallring aufkleben, einfach mit einer 3 mm breiten Sticky Tape, entweder nach außen oder nach innen zeigend. Das Batteriefach gerne dann in dem Bereich verstecken. Ihr habt eine Timer-Funktion und habt dieses schöne große Batteriefach, also zwei Batterien, damit das besonders lang hält. Alle, die nicht wissen, was diese Timer-Funktion bedeutet, ihr schaltet die Lichterkette an, dann ist das für 6 Stunden an, dann geht sie aus. 18 Stunden lang ist die Lichterkette dann aus und nach diesen 18 Stunden geht sie wieder an, ohne dass ihr was machen müsst. Und jetzt endlich widmen wir uns dieser tollen Bastelarbeit, denn hier fragt ihr euch bestimmt, wie ist das denn möglich, dass ich das an den Metallring befestigen kann, ohne dass die getrockneten Blumen mir abbrechen, weil das ja so ganz fein ist und wir damit arbeiten müssen. Da gibt es einen Trick. Ja. Diesmal nicht trocknen. Ja, diesmal trocknen wir nicht. Ja, oder ein Teil trocknen wir nicht. Noch mal was holen. Jetzt kommen so, frische Blumen. Oh, genau. Wir kombinieren das einfach. Wir verwenden getrocknete Blumen und wir verwenden frische Blumen. Ja. Und die können dann am Ring in dem Fall eintrocknen. Also, hier hätten wir zum Beispiel Eukalyptus, der war im Präpariersalz, der ist also wunderbar farbecht geblieben und genau so, wie ich es wollte. Also ganz kerzengerade. Ich finde das toll, einmal getrocknet, einmal noch frisch und die Farbe, also genau. Wenn man es nicht wüsste, wenn es da stehen würde, würde man nicht unbedingt wissen, was ist. Ja, genau. Das kann man jetzt eigentlich ganz gut miteinander vergleichen und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Mhm. So, ich bräuchte dann vielleicht noch mal einmal einen Ring von dir. Ja, ihr könnt natürlich wahlweise entscheiden, ob das Licht nach innen oder außen scheint. Wir nehmen mal nach innen, oder? Was sagst du, Frauke? Ja, nach innen ist sogar auch noch angenehmer, weil einem dann, wenn man hier einmal in die Runde kommt, die Lichter auch direkt im Inneren weiterlaufen und man hat keine Probleme, den Ring unten einzufügen. Wenn man von außen arbeitet, muss man eben halt gucken, dass man kurz vorher hier dann auch schon das Band wieder nach außen laufen lässt, damit es einen nicht behindert. Ja. So, ich möchte jetzt also gerne hier so einen Zweig mit einbinden und der soll hier oben einmal rumlaufen und wie man sieht, geht er ja der Form entsprechend fast schon von alleine, geht er da so rum. Also ich kann entweder mit Heißkleber arbeiten oder ich kann auch den Metalldraht verwenden. Den hatten wir also letztens, als wir mit Floristika arbeitet, auch schon im Angebot. Und der ist natürlich sehr praktisch. Der ist fast unsichtbar. Mhm. Ich habe jetzt in dem Fall den silbernen. Bei dem schwarzen Ring würdet ihr natürlich den schwarzen nehmen, weil es noch unauffälliger ist. Und dann nehme ich hier einfach den Draht, wickel ihn ein paar Mal um. Man kann auch sogar einen kleinen Knoten reinmachen. Ich würde mich jetzt aber einfach so weiterarbeiten. Suche mir eine freie Fläche zwischen den Blättern, wickel drumherum, arbeite mich nach oben. Zack.
bis ich oben bin. Mhm. Der ist so gut für unsichtbar. Und das ist ja das Tolle. So. Den haben wir ja auch in drei Farben. Je nachdem, für welchen Metallring ihr euch entscheidet, könnt ihr da ja auch farblich das passen. Weil wir haben ja, genau, den Metall, den Draht ja auch einmal in Schwarz, einmal in Gold und in Silber. Ja. So, und so wäre es, ja, ein Blatt fällt ab. Das ist nicht schlimm. Könnte ich bei Bedarf sogar auch hinterher nochmal mit der Heißklebe was ergänzen. Und so haben wir aber auch schon einen sehr schönen, vielleicht kann man es so noch besser sehen, wenn ich weggehe. Also wichtig, wichtig, falls ihr mit mit der echten Floristik arbeiten möchtet und um ein Objekt das wickelt, dann die Blätter, da ist das ja nicht so schlimm, frisch lassen. Genau, dann ist hier der Zweig auch noch elastisch. Ihr könnt ihn in die Form bringen, wie ihr wollt. Ihr könnt ihn auch um den Ring als solches rumschlingen und macht dann nur vorne und hinten den Anfang und Endpunkt, fixiert ihr euch und das trocknet dann wunderbar so ein. So, und wir arbeiten jetzt aber nochmal mit dem anderen Ring, den ich vorher hier stehen hatte. Den kleinen Moment, den haben wir weggeräumt. Ja, der war eben so ein bisschen im Blick. Ne? Aber den holen wir auch her. Wir wollten ja nur zeigen, dass beides möglich ist. So, das heißt, ich möchte nämlich jetzt einmal zeigen, nochmal eine ganz andere Herangehensweise mit den Löchern, die hier ja im Holzständer sind. Du hast eben gerade empfohlen, wenn ihr nicht braucht, dann steckt er den einfach, dann dreht ihr den um. Genau. Ich weiß auch schon, wo. Und ich zeige ich gleich. Ja, und ich verwende die aber sehr, sehr gerne, weil ich damit eine Rückwand schaffen möchte. Und das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe das eingesteckt. Ich kann natürlich auch mit dem... Also beim Wickeln Blätter frisch, wenn ihr die so einsteckt, dann kann das ruhig jetzt schon getrocknet sein. Genau, jetzt arbeite ich mal so aus dem, einfach aus der Hand heraus und aber zu euch hin, arbeite jetzt nicht mit der Heißklebepistole. Und hier nochmal diese filigraneren Blümchen. Ja, genau, auch alles aus der Trocknung. Würde das natürlich mit der Heißklebe dann hier vorne auch einmal fixieren. Hätte Schau mal, dann wie die schnell. Möglichkeit, rechts und links nochmal zu ergänzen. Oder das mit dem Islandmoos könnte man natürlich auch weiterarbeiten. Ich habe jetzt mal einmal ohne gearbeitet und würde, ich könnte auch den Draht nehmen und das Ganze einmal festmachen. Also mein Tipp wäre jetzt noch teilweise beglimmern. Hier noch so ein bisschen Glimmer. Ja, man merkt auch bei an der den Blättern, Arbeit, kann man vielleicht schön spielen. Wo vielleicht noch was fehlt, ne? Also man kann sich da irgendwas hinlegen und Okay, das ist heute eine besonders schöne Herausforderung. Ja, ist es wirklich. Jetzt gerade mit diesem filigranen Material. Ja. Über Kopf, aber für euch mache ich doch Also was. Denkt ruhig an Muttertag. Ich glaube, das ist jetzt eins der schönsten Geschenke, die man machen kann. Hochzeit und vieles mehr. Wir gucken uns gleich mal die unterschiedlichen Designs an. Und man kann ja jetzt diese Pflanzenschilder auch super mit einbauen. Damit kann man es ja auch wieder personalisieren. Ne? Mhm. Aber ich glaube, ihr seht, wie das Prinzip geht. So, einmal in die Richtung. Also bevor wir jetzt uns das angucken. Hier ist jetzt noch so eine Lücke, da würde ich natürlich noch irgendwas hinbauen. Okay, das gucken wir uns jetzt nochmal von oben an. Eine ganz besondere Bastel, die dir die Frauke unbedingt zeigen möchte. Sie sieht richtig süß aus und ganz simpel gemacht. Ja, weil diese Metalldosen mit Deckel und Sichtfenster sind genau passend für unsere Trockenschwämme. Und da könnt ihr natürlich auch eine getrocknete Blume einfügen. Ganz toll würden sich da die Gerberer eignen. Die sind ja immer so aufgestielt auf dem Draht. Das heißt, ihr könnt die von oben dann auch so reindrücken. Mhm. Wir sehen hier auch das Moos wieder. Und die Blume ist natürlich ganz hervorragend konserviert, geschützt. Dann könnt ihr den Deckel drauf machen und habt dann auch noch mal den Gruß dabei. Mhm. Und dann schreibt ihr einfach das auf, was euch am Herzen liegt,
Und wenn es die Mama ist, dann freut die sich natürlich total. Auf jeden Fall. Ich glaube, da freut sich jeder. Und jetzt nochmal einen tollen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten. Also wie gesagt, hier ruhig die Blätter trocknen lassen und dann verbasteln. Dann gab es die Idee, wenn man das um etwas umwickeln möchte, da auf jeden Fall frisch. Also das ist wirklich der wichtigste Tipp heute. In dem Fall habe ich das da auch gemacht, sonst würde euch das brechen. Dann habt ihr gar nicht die Möglichkeit, das der Form anzupassen. Ja. Und das Tolle hier ist natürlich, dass da oben auch noch die Kristalle und die Koppen mit eingebunden sind, dass da auch noch ein bisschen Glanz reinkommt. Toll. Da könnte jetzt auch das Schild von Jan und Julia dazukommen. Dann weiß man, für wen es gedacht war. Schaffe ich das so? Einmal auch über Kopf. Hier. Ja. Das sieht doch toll aus. Und weiter geht's. Ihr könnt immer wieder mit den frischen Blumen, die ihr trocknet, arbeiten oder auch mit unseren Blütenbüschen, die ja auch reduziert sind, mit Lichterketten nochmal das Ganze weiter verzieren und immer wieder mischen. Getrocknet, immer. Nicht getrocknet. Genau. Und wir sehen auch, dass das Schild immer wieder neu abgewandelt wird. Da haben wir jetzt eine Stanzschablone mit für dich und haben den Gruß draufgebracht in voller Länge und einfach hinten angeklebt an den Block, damit es den richtigen Abstand hat. Und da kommt jetzt natürlich auch noch mal eine ganz andere Version von Holzblock, von Metalldose, von Trockensteckmasse und dem Schildchen. Alles beisammen. Genau. Und gerade bei solchen Bastelideen könnt ihr das Ganze natürlich umdrehen und habt dann natürlich eine ganz ruhige Oberfläche. Wobei das Schildchen, ne, das passt auch direkt in eins von diesen Lichtern. Stimmt, das könnte man auch machen. Ja, und wenn es da vielleicht ein bisschen eng wird, einfach ein bisschen nacharbeiten und dann könnt ihr das da auch mit einstecken. Und als letzten Tipp hier nochmal, alle die sagen, ich möchte nochmal was ganz anderes damit machen, ihr könnt natürlich die Holzpodeste mit den Ringen nutzen, um Welten zu gestalten, zum Beispiel mit dem Wicht, Gutscheine und vieles mehr mit einbauen. Also nicht nur die Dekofloristik im Zentrum, sondern vielleicht auch mal ein niedliches Figürchen. Hatte ich eben auch in den Kommentaren gelesen. Ja, natürlich. Wir werden jetzt einmal gemeinsam reingucken, was wir noch für Empfehlungen für euch haben. Wir haben ja einige Sachen genutzt, damit wir heute mit den getrockneten Blumen basteln können. Und das sehen wir hier jetzt auch nochmal. Metalldraht und die Spezialpinzetten finde ich also wirklich ganz, ganz wichtige Helfer. Und die Kosmosfarbe, einfach um die Lampenschirmchen vielleicht auch nochmal farbig zu machen. Ach, das fand ich klasse. Also diesen Effekt mit der Kosmosfarbe, da müssen wir uns auch mal eine Sendung widmen, allein nur um Kosmosfarbe. Ich glaube, da freut ihr euch auch, weil man Oberflächen oder Grundmaterialien wie zum Beispiel Kunststoff total schön veredeln kann. Ja, auf fast allen Materialien, die staub- und fettfrei sind. Ja. Ne? So, dann geht's weiter mit den nächsten Terminen und wir haben natürlich am Mittwoch trotz Feiertag unseren Bastelclub ab 15 Uhr und sind abends natürlich wieder bei QVC 2 ab 18 Uhr. Bei uns geht's weiter nächste Woche Montag, da basteln wir auch wieder. Da werden wir in maritime Stimmung kommen. Oh, das wird auch schön. Frauke meinte schon so, ich würde auch gerne dabei sein. Naja, ich gucke zu. Ne? Ja. Aber ich glaube, Frauke wird uns vielleicht also das eine oder andere, die eine oder andere Idee auch basteln. Vielleicht. Ja, ja, sehr gerne. Geht ihr? Dann ist man schon mal nochmal dabei. Mhm. Also das war unsere Show mit unserer Deko-Floristik, mit unseren getrockneten Blumen, alles, was ihr damit zaubern könnt, mit den Metallringen. Ich glaube, wir zeigen nochmal die drei schönsten Ideen in der Glocke. Die tollen Blumen und dann noch im Blumentopf. Genau. Und der Blumentopf. Schaffen wir das? Ja, kriegen wir den hier? Kriegen wir. Wir schaffen das. Ein letzter Blick auf unsere schönsten Muster. Ja, ich habe jetzt einfach mal das Blümchen, das frische Blümchen, ne? Weil das könnt ihr ja auch mit verwenden. Das waren unsere Ideen. Wir sind natürlich gespannt, was ihr für tolle Ideen habt. Und eine Aufgabe haben wir natürlich jetzt auch noch. Jemand hat ja heute wieder ein tolles Überraschungspaket bekommen und Frauke und ich lesen gemeinsam vor und dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem tollen Thema. Gewonnen hat heute die Petra Dobirela. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Überraschungspaket. Frauke und ich werden das natürlich jetzt gleich zusammenstellen, extra für dich. Denkt an unsere versandkostenfreie Aktion, die heute schon begonnen hat, extra für euch. Ruhig allen weitergeben, die ihr kennt, die jetzt gerne bestellen möchten. Mhm. In Deutschland ab 30 Euro, in Österreich ab 50 Euro. Viel Spaß damit. Und die Aktionen sind natürlich, solange der Vorrat reicht, bis einschließlich Mittwoch gültig.
Viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss.